Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Und in diesem Video geht es ums Thema Preise. Ja, Preise durchgesetzt bekommen und so Mimi-Aussagen. Der Kunde zahlt nicht. In meinem Umfeld sind andere Fotografen, die ziehen den Preis runter und ich krieg mein Geld nicht. Darüber will ich jetzt mal quatschen, weil ich hatte heute ein Auftragsshooting mit einem 19-Jährigen. Den habe ich 3 Stunden fotografiert und er bekommt auch noch Bilder retuschiert und er hat 1.500 Euro, also knapp 1.500 Euro auf den Tisch gelegt für dieses Shooting. Und das habe ich ihm auch gesagt, das fand ich total geil, dass er in seine Zukunft investiert und so weiter, der Oberhammer. Und weißt du, da habe ich mir gedacht, wenn ein 19-Jähriger 2 Monatsgehälter, weil der macht gerade eine Ausbildung, 2 Monatsgehälter auf den Tisch legt, dann machen das andere auch. Und klar, machen es nicht so viele Menschen. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwo bei so Preisspannen rumgammelt von 200, 300 Euro, wenn ihr zufrieden seid, ist ja alles gut. Aber viele da draußen sagen immer, oh, ich würde gern mehr verdienen, ich würde gern mehr Geld haben wollen, aber das geht nicht, weil in der Region sind noch Fotografen und da sind Hobbyknipser und das zahlt doch kein Mensch und ich wohne in einem Kuhdorf und da zahlt es auch niemand. Also gerade zur Info, ich wohne auch in einem Kuhdorf. Naja, fast. Aber ich wohne wirklich nicht auf dem Land, aber und 500 Meter Luftlinie, also wenn ich jetzt das Fenster aufmache und rausschreie, dann hört mich der Fototome da drüben wahrscheinlich, ja, das ist ein Fotostudio. Ich weiß nicht, ob er das Video sogar sieht, das kann sein. Der hat nicht meine Preise, das weiß ich, ja, und wir kommen uns da auch nicht in die Quere. Das heißt, jetzt muss ich ja irgendwie Mehrwert transportieren, das habt ihr jetzt gehört, dass ich mich darüber auslasse, aber was ist zu tun? Hört auf, die Verantwortung abzugeben. Hört auf, andere dafür verantwortlich zu machen. Wenn ihr euch jetzt sagt, ja, aber bei mir in der Region, da sind auch Fotografen, die sind günstiger, die haben gar nichts damit zu tun. Also das muss die Einstellung sein. Natürlich gibt es Kunden, die dann abwägen, Moment, der ist günstiger, dann gehe ich lieber dahin. Aber dann müsst ihr euer Programm, euer Geschäftsmodell ändern beziehungsweise die Zielgruppe ändern. Aber in dem Moment, wo ihr sagt, andere sind schuld, dass ihr die Preise nicht bekommt, gebt ihr Verantwortung und Macht ab. Das heißt, ihr macht andere dafür verantwortlich, damit ihr etwas nicht bekommt. Und wenn andere dafür verantwortlich sind, habt ihr keinen Einfluss mehr. Ihr könnt nichts machen dagegen. Ihr könnt nur hoffen, dass die anderen was ändern. Und das ist eine Scheißsituation. Und deswegen ballert euch in das Mindset. Wenn du einen Preis nicht bekommst, den du gerne hättest, bist du schuld. Nicht der Fotografenmarkt, nicht der andere Fotograf, nicht was weiß ich, das schuld ist. Du bist schuld, weil du deine Leistung nicht ordentlich vermitteln kannst. Ja, und darum geht es auch. Also der Kunde hat auch keine Schuld. Ist doch klar, wenn der Kunde einen günstigeren sieht, geht er hin. Es sei denn, du vermittelst den Mehrwert. Wenn ein Kunde sagt, du bist mir zu teuer, ich habe keinen Bock, dann meint er das nicht böse. Er sagt einfach nur, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich so viel zahlen muss, wenn es da günstiger ist. Und da hat er auch recht. Wenn ich jetzt 2 Autos zur Auswahl habe und das eine ist viel günstiger und ich sehe keinen Unterschied, hole ich mir doch auch das günstigere. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja? Aber wenn ich sehe, oh verdammt, da ist das und das und ich bekomme den Wert vermittelt, dann bin ich auch bereit, mehr zu investieren. Und es gibt sie, Freunde. Es gibt sie, die für wenige Stunden ein paar tausend Euro zahlen. Ich habe das ständig. Und ich bin nicht der beste Fotograf. Es gibt Leute, die fotografieren viel besser wie ich. Und die kriegen nicht mal ein Drittel davon. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass ich gut aussehe. Guck mich mal an. Es hat nichts damit zu tun, dass ich eine überkrasse Ausrüstung habe. Wobei, Hänsel Studiotechnik, Grüße an Hänsel. Nein, es hat mit gar nichts von dem zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass ich meinen Preis nach draußen kommuniziere und ich mach's einfach. Und es kommen die Leute. Und wenn sie nicht kommen, dann muss ich was ändern. Dann sage ich mir, okay, ich muss meine Kommunikation verbessern. Aber es ist nicht der Fototome da drüben schuld oder der Kunde oder sonst wer. Ja, ich wollte es einfach mal irgendwie rausballern, weil ich es total geil finde, dass wieder so ein junger Kerl so viel Geld auf den Tisch gelegt hat. Und ich fühle mich da auch nicht mies. Das ist ja auch immer so ein Irrglaube. Oh, wenn du so viel Geld verlangst, fühlst du dich nicht mies. Nein, ich fühle mich geil. Und der Kunde fühlt sich noch geiler. Ja? Also in dem Fall, der hat da drauf gespart. Die Bilder haben bei dem eine ganz andere Wertigkeit, wie wenn er zu irgendeinem hingeht und kriegt irgendwelche Bilder.
Die Wertigkeit steigt. Das Gleiche, wenn jemand zu meinen Business-Bootcamps will. Mann, iss weniger, trink weniger, ackere, blute und irgendwann hast du es geschafft und bist da. Und dann wird dieses Produkt auch so extrem hochwertig. Einen Tipp habe ich noch, den letzten jetzt aber. Und zwar habe ich gerade neulich wieder eine Fotografin, die weiß jetzt gleich, wen ich meine hier, die schaut das Video jetzt bestimmt, habe ich ihre Preise gehört. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du machst so geile Bilder, abartig geile Bilder und du verlangst den Wert von einem halben Satz Winterreifen. Genau, Alter, deine Bilder sind noch mehr wert wie ein halber Satz Winterreifen, ja? Die hat es halt lieb gemeint. Ey, zieh die Preise hoch, ja? Das ist doch, weißt du, sucht mal Vergleiche. Leute geben mehr Geld für Winterreifen aus, als für eure geilen Bilder. Und das kann ja wohl nicht sein. Peace.